Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Ich habe heute nicht so viel Stimme. Ich war nämlich gestern in Frankfurt auf dem Nathan Evans Konzert und habe mich ein wenig verausgabt. Also falls mir zwischendurch mal die Stimme wegbricht, bitte seid mir da nicht böse. Ja, heute gibt es mal wieder ein 3-Bücher-Video für euch. Und wie ihr es im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, gibt es ein 3-Bücher, auf die ich mich im 2. Quartal sehr, sehr freue Video. Lustigerweise erscheinen alle im Mai, also das war jetzt gar keine Absicht. Ich habe so von April bis Juni einfach geguckt, was so erscheint. Und die 3 sind mir einfach besonders ins Auge gesprungen und da dachte ich mir, die möchte ich euch heute vorstellen. 2 davon sind finale Bände einer Reihe, das heißt, wenn ich die lesen würde, könnte ich direkt ja, 2 offene Reihen von meiner Liste streichen. Und 1 davon ist ein Spin-off oder der Start eines Spin-offs zu einer Reihe, die ich bereits gelesen habe, die aber auch noch offen in meinem Regal steht. Also ich habe nur Band 1 und 2 hier. Band 3 habe ich mir noch nicht gekauft, weil ich es gern mit dem Originalfarbschnitt hätte und daran zu kommen, ist halt mal wieder so eine Sache. Ich wollte mal noch bei uns in der Buchhandlung gucken, ob ich da Glück habe, dass es es da vielleicht noch zufällig gibt, weil wir da doch öfter mal noch Bücher haben, die noch den Erstauflagefarbschnitt haben, weil es einfach eine super kleine Buchhandlung ist. Da habe ich ja zum Beispiel auch ein Jahr später gefühlt Court of Moon noch mit Farbschnitt bekommen. Ja, aber um welches Buch es sich handelt, werde ich euch dann sagen. Ich muss mal gerade gucken, welches als erstes kommt. Dieses kommt sogar als erstes hier in meiner Liste. Ich habe mir natürlich wieder Screenshots gemacht. Das erste Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, ist nämlich Drone of the Fallen, verführt von, Carrie Maniscalco. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Es ist auf jeden Fall das Spin-off zur Kingdom of the Wicked-Reihe und die habe ich ja unheimlich gern gelesen, auch wenn sie einer anderen Reihe, die ich euch auch noch vorstellen möchte, sehr, sehr ähnlich ist oder teilweise ähnlich ist, habe ich es trotzdem sehr, sehr gerne gelesen und freue mich auch schon sehr auf dieses Spin-off. Und es hat, wie ihr seht, auch einen wunderschönen Erstauflagenfarbschnitt. Da bin ich ja wieder voll Feuer und Flamme dafür. Und ich hoffe einfach, dass die Reihe genauso spannend und aufregend und plottwistlastig und auch spicy ist wie die Hauptreihe. Der Fürst des Neids hat viele Namen. Frevler, Schurke, Sünder. Er stört sich nicht daran, denn er weiß selbst, dass er kein Heiliger ist. Als er eine kryptische Nachricht erhält, die den Beginn eines tödlichen Spiels ankündigt, weiß er, dass noch viel schlimmere Namen zugeschrieben bekommen wird, bevor es endet. Das Problem mit Schurken und Halunken ist, dass sie kein Fünkchen Ehre im Leib haben. Eine Tatsache, die Miss Camilla Antonius auf die schmerzhafte Art erfährt, denn sie wird von einem mächtigen Lord erpresst. Da trifft sie auf den mysteriösen Lord Ashford Sinden, genannt Sin, der ihr einen Deal anbietet. Denn nur sie mit ihrem einzigartigen künstlerischen Talent kann ihm helfen, ein illustres Kunstobjekt zu finden. Um ihre Vergangenheit zu entgehen, willigt Camilla ein. Gemeinsam müssen Envy und Camilla sich auf eine gefährliche Reise begeben, die von schillernden Dämonenhöfen bis hin zu sinnlichen Reich der Vampire führt und dabei versuchen, der gefährlichsten Falle von allen auszuweichen, der Liebe. Und die Reihe, die ich eigentlich meinte, die dieser für mich etwas ähnlich ist, ist die From Blood and Ash Reihe und da erscheint nämlich auch jetzt im Mai der 5. und finale Band. Ich habe, muss ich ehrlich gestehen, ich glaube den 4. immer noch nicht gelesen. Aber mittlerweile gibt es ja auch schon 2 Bände vom Spin-off. Also ich hatte tatsächlich mal überlegt, ob ich die Reihe nochmal komplett von vorne anfange, weil ich einfach schon super vieles wieder vergessen habe und weil der erste Band einfach unangefochten mein Highlight war, was Spannung und Emotion und Co. anging. Irgendwann hatte ich so das Gefühl, dass diese ganzen zwischenmenschlichen Interaktionen zwischen Poppy und Hawk oder zwischen Poppy und Castiel mir einfach nur noch auf den Keks gehen, weil es zu überladen war und es wurde auch irgendwann so übertrieben. Also wenn man dieses ganze Zwischenmenschliche ein bisschen weglässt, dann ist das eine wundervolle Reihe. Ich habe sogar meine beste Freundin damit infiziert und die ist eigentlich kein Lesemensch und die ist eher so der Zocker. Von daher
Ja, soll das schon was heißen, wenn die von der Reihe begeistert ist und mich auch immer fragt, wann kommt denn da der nächste Band? Und tritratrollala. Ja, ich würde euch aber jetzt den Klappentext zu Band 1 vorlesen, weil ja, es ist eben der fünfte Band und wäre nicht besonders klug, euch den Klappentext von Band 5 vorzulesen. Poppy ist eine Auserwählte. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie die einzige sein, die ihre Heimat vor dem Angriff des verfluchten Königreiches retten kann. So will es die Tradition, so will es das Gesetz. Das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren. Eines Tages wird der attraktive Hawk mit den goldenen Augen, dem frechen Grinsen und den provokanten Sprüchen Poppys Leibwache zugeteilt und sie merkt, dass es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte als nur ihr Amt. Dass sie ein Herz hat, eine Seele und die Sehnsüchte einer ganz normalen jungen Frau. Als an den Landesgrenzen die Schatten der Verfluchten immer drohender werden, muss Poppy sich zwischen Liebe und Pflicht entscheiden. Und dann kommen wir zu Buch Nummer 3. Das da wäre Let's Be Free. Das ist ja ein Zusammenschluss von Annabel Steel und Nicole Böhm. Da habe ich auch schon Band 1 und 2 gelesen. Die stehen auch hier im Regal. Die werden auch wahrscheinlich nie ausziehen, weil mir die Reihe so gut gefällt. Ich weiß, dass Nicole den einen Band geschrieben hat und Annabel den anderen. Wie sie es jetzt beim dritten Band gemacht haben, weiß ich nicht. Also Annabels Name steht vorne. Vielleicht haben sie den auch dann zusammengeschrieben. Oder es geht ja irgendwie auch um vier Protagonisten. Vielleicht hat Annabel zwei davon geschrieben und Nicole zwei davon geschrieben. Also das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie dieses Buch dann zustande gekommen ist. Ich finde das allgemein immer faszinierend, wenn zwei Menschen zusammenschreiben, wie sich da quasi dann ein gemeinsamer Schreibstil entwickelt, sodass man gar nicht sieht oder spürt, wo der eine angefangen und der andere aufgehört hat. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist auf jeden Fall eine wundervolle Geschichte von vier Freunden in New York. Sie sind alle total unterschiedlich, haben alle total unterschiedliche Probleme, aber trotzdem ist es irgendwie schön, ihre Geschichten zu verfolgen und sie mögen sich sehr und harmonieren auch sehr gut und ja, ich habe es einfach super gern gelesen und freue mich da tatsächlich schon arg auf den finalen Band jetzt. Zusammen verbrachten Shay, Ariana, Evie und Tyler einen ruhigen und perfekten Sommer in New York. Doch nun scheint der Trubel in die Stadt zurückzukehren und bringt das Leben der Freunde gehörig durcheinander. Ariana, die in ihrer Beziehung mehr als glücklich ist, sieht sich mit Hindernissen konfrontiert, die ihren Alltag auf den Kopf stellen. Tyler ist endlich bereit, sich den Schatten seiner Vergangenheit zu stellen, während Evie auf dem Weg zur Liebe viel über sich selbst lernt, was nicht immer leicht zu akzeptieren ist. Und Shay begeht in ihrem Eifer zu helfen einen Fehler, der sie das Wichtigste in ihrem Leben kosten könnte. Können sich die vier wenigstens auf ihre Freundschaft verlassen? Also eine richtig, richtig schöne Reihe, die ich wirklich auch nur jedem ans Herz legen kann, beziehungsweise alle drei Reihen kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, sonst hätte ich die Bücher auch nicht heute ins Video mit aufgenommen, dass ich mich enorm auf diese drei freue. Ja. Das war's jetzt auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Ich packe euch die Bücher natürlich wie immer in die Infobox. Ich bin auch immer überlegen, ob ich euch vielleicht auch die ersten Bände immer mit reinpacke, dass ihr da nachschlagen könnt. Ja, ansonsten höre ich jetzt auf zu babbeln. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!